Hallo und herzlich willkommen zum Duell des Tages hier in der Welt am Abend. Die Energiekosten ziehen Bürgern und Unternehmen weiter das Geld aus der Tasche. Viele Kleinverdiener fragen sich, wie sie Strom- und Gasrechnungen noch bezahlen sollen, wenn im nächsten Jahr die Deckelungen wegfallen. Gleichzeitig köchelt die Diskussion um einen Industriestrompreis weiter. Bis Ende des Monats will die Ampel jetzt eine Lösung präsentieren. Dazu unser heutiges Duell des Tages. Ich begrüße den ehemaligen Parteichef der Linken, Klaus Ernst. Er ist heute Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages, sowie die Weltchefökonomin Dr. Dorothea Siems. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herr Ernst, an Sie die erste Frage. Ist der Industriestrompreis, sofern er denn kommen sollte, gerecht? Erstmal eine Richtigstellung. Ich bin nicht Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, sondern ich leite den Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Pardon, das habe ich dann falsch recherchiert. Damit es so seine Richtigkeit hat. Ja, ich glaube, wir brauchen einen Industriestrompreis und zwar aus folgenden Gründen. Wir haben einen deutlich höheren Industriestrompreis gemessen an unseren großen Konkurrenten, die Vereinigten Staaten, aber auch zum Beispiel gegenüber Frankreich, gegenüber den europäischen Ländern. Und wenn der Strom so hoch bleibt, der Strompreis so hoch bleibt, führt es dazu, dass künftig Investitionen nicht mehr in Deutschland getätigt werden für die Grundstoffindustrie, sondern abwandern, zum Beispiel in die USA, auch durch den Inflation Reduction Act, den die gemacht haben. Da ziehen die bei uns Industrie ab. Das führt zum Verlust von Arbeitsplätzen. Und das führt letztendlich auch zu einer Deindustrialisierung. Das ist nicht nur meine Meinung, viele aus der Industrie teilen das. Und das halte ich für ein Riesenproblem. Deshalb müssen wir da was machen, auch wenn das sicher Probleme mit sich bringt. Also ein großer Teil der Wirtschaft, nämlich der gesamte Mittelstand, ist dagegen, weil er sagt, eben dann kriegen ein paar Großunternehmen kriegen was. Und in der Breite geht man leer aus, muss sogar mehr tragen, weil irgendjemand muss das ja bezahlen. Es bezahlen alle anderen dann diese zusätzliche Subventionierung. Und nach 5 Jahren, also er soll ja erstmal als Brücke für 5 Jahre gelten, ist die Situation ja keine andere. Alle prophezeien, dass Deutschland hohe, und zwar im internationalen Vergleich, hohe Energiekosten wird behalten, auch gerade Stromkosten, weil wir eben aus... Wir sind aus Atom rausgegangen, überschnell, und wir gehen aus Kohle, planen wir rauszugehen. Und wenn wir es nicht tun, dann bezahlen wir über die CO2-Abgabe. Verschmutzungsrechte sind ja auch teuer, auch viel Geld. Also in jedem Fall wird unser Strom teurer werden und bleiben, gerade weil der Mangel eben auch durch diese Politik verstärkt worden ist, den die Ampel und auch vorher schon die Große Koalition gefahren hat. Das heißt, wir können dagegen nicht ansubventionieren, sondern wir müssen an die Wurzel rangehen. Was man tun kann, ist die Stromsteuer senken. Man kann die Netzentgelte senken. Das wären für alle, und zwar nicht nur für einzelne Industrieunternehmen dann, eine Entlastung. Das wäre der richtige Weg. Und ansonsten sollte man sich überlegen, die Atomkraft wieder laufen zu lassen. Also wenn wir über Wurzeln reden, dann müssen wir uns überlegen, woher kommt die Knappheit. Insbesondere beim Gas. Denn der Gaspreis, wissen Sie, hängt bei uns letztlich ursächlich mit dem Strompreis zusammen. Wenn der Gaspreis hoch ist, durch das Merit-Order-System, steigt bei uns auch der Strompreis. So, der Gaspreis ist hoch, weil das Angebot an Gas auch von dieser Bundesregierung verknappt worden ist. Ich halte die Sanktionen gegenüber Russland. Russland, das ist ein anderes, das ist ein politisches Thema. Ich habe Ihnen nur auch zugehört. Probieren wir es mit dem Zuhören. So, das ist ein richtiges Problem. Warum? Weil die Verknappung von Gas, die durch Sanktionen verursacht wurde, deshalb haben ja die Russen reagiert, bei uns dazu geführt hat, dass wir im Winter fast richtige Probleme bekommen hätten und dass wir jetzt auch in Zukunft mit einem sehr hohen Gaspreis zu rechnen haben. Deshalb ist die, wenn Sie über Ursachen, über Wurzeln reden, dann müssen wir über die Sanktionen reden. Sonst müssen wir über andere reden. Wir reden ja sehr lange. Tut mir leid, Sie haben länger geredet. Der russische Angriff auf die Ukraine und die Antwort ist sicher nicht verhandelbar mit dieser Bundesregierung. Das ist mir egal, wenn wir über Ursachen reden, wenn wir über Ursachen reden, dann gehört das auf den Tisch. Und zwar deshalb auf den Tisch, weil die Ursache ist... das muss man nicht. Auf Dauer müssen wir unabhängig. Das richtig, aber wir bauen auf USA mit den höheren Energiepreisen. Das haben wir aber gut beraten. Nee, ich bleibe dabei. Und das Argument möchte ich auch noch mal sagen dürfen, ohne Unterbrechung, wenn es geht. Die hohen Energiepreise haben ursächlich mit den selbstgemachten Sanktionen zu tun. So, jetzt habe ich es gesagt.
Und das ist der erste Punkt, den man natürlich aufgreifen müsste. Ja. Herr Kretschmer von der CDU sagt zum Beispiel, nehmt Nord Stream 2 in Betrieb, Nord Stream 1 in Betrieb, da ist ein Strang noch intakt. Wenn man das täte, hätte man mehr Gas. Dann hätte man das westliche Bündnis verraten, so wie man mit Nord Stream 2 das westliche Bündnis verraten hat. Reden wir jetzt über Energiepreise oder reden wir naiv auf Russlands billigen Gas? Tut mir leid, so kann man nicht diskutieren. Wenn ich nicht meine Argumente anbringen darf und bei jedem Satz unterbrochen werde, dann mache ich so nicht. Tut mir leid, dann mache ich so nicht weiter. Dann mache ich so nicht weiter. Ich sage es nochmal. Ja, aber wir über Russland. Nee, wir haben jetzt gesagt, das hängt damit zusammen. Und jetzt sagen Sie, der Krieg. Ich sage nochmal, wenn wir über Energiepreise reden, müssen wir über Energieknappheit reden, die durch eigene Sanktionen verursacht wird. So, und jetzt kommen wir zu dem Strompreis wieder. Den Strompreis, wenn wir diesen Strompreis nicht subventionieren, führt es dazu, dass zum Beispiel alle die energieintensiven Unternehmen bei uns künftig keinen Standortvorteil mehr sehen, sondern nur noch einen Nachteil. Und der Nachteil besteht darin, dass die Strompreise in den USA deutlich, deutlich geringer sind als bei uns. Wenn Sie den das subventionieren, wir, auf wenn dieses Sie das nicht, Niveau können wir doch gar nicht runter subventionieren, Herr Arndt. Warum denn nicht? Weil das nicht, nicht? Die USA haben Fracking, haben eben ein Gasüberangebot, haben Öl. Wollen wir das? Ich würde zumindest mal bei der Atomkraft ein bisschen breiter das Spektrum geben und sagen, das können wir zumindest die wir ausgeschaltet haben, kurzfristig, da sind drei, können wir sofort wieder weiterlaufen lassen. Sie wissen, das würde dass uns wir, entlassen. Sie ich wissen, bin jetzt mal dran. Ja. Und das Gleiche ist, dass wir natürlich nicht eine Industrie, die energieintensiv war, die haben wir ja die ganze Zeit über die EEG-Zulage. Die haben wir aber in der Ausnahme gehabt. Das heißt, sie hatten gar keinen Anreiz, weniger energieintensiv zu werden. Und das wollen Sie fortsetzen. Das ist eine Subvention, die in die Sackgasse führt. Und alle anderen, deswegen ist der Mittelstand dagegen, deswegen ist das Handwerk dagegen. Der Mittelstand profitiert deswegen, genauso von nein, einer Stromsubvention. Das stimmt gerade nicht. Der DJK, die sind doch alles Stimmen, die Sie wahrnehmen müssten, wenn Sie sich da umhören. Es sind nur ein paar Einzelne in den Branchen, die sich davon was versprechen. Und bei Stahl, die immer sofort genannt werden, hat das zur Folge, dass die Gewerkschaften jetzt verlangt haben, 8% mehr Lohn und eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Natürlich, weil sie auch eine Subventionierung helfen. Wo haben Sie denn das her? Die Diskussion gibt es seit Jahren. Ja, aber Sie kommen doch auch mit ganz anderen Weisen. Die Thema ist schon eine Energieintensiv. Warum sollen alle diese Industriestrombremse mitbezahlen, auch die Bäckereiverkäuferin, der kleine Angestellte? Das ist ja eine Frage, die wir an dem Punkt auch diskutieren müssen. Die Gründe, das ist vielleicht das eine Argument, aber wir müssen uns ja auch darüber unterhalten, warum sollen jetzt alle die Industrie mitfinanzieren, denn für uns wird es ja dann teurer. Das darf man ja nicht vergessen. Das Geld fällt ja nicht vom Himmel. Weil dieser Industriestandort davon lebt, dass er von der Grundstoffindustrie bis zum Endprodukt alles produzieren kann. Das war der große Vorteil dieser Republik. Im Übrigen, alle haben auch in den letzten Jahren von dieser Energie profitiert, dass sie günstig war. Auch ja, der Stand. Darf ich den Gedanken zu Ende führen, wenn es geht? So, wenn das so ist, profitiert natürlich auch der Bäcker davon, weil durch diesen Industriestandort, in dem alles sozusagen versucht wurde, günstig herzustellen und auch verkauft wurde, wir waren ja jahrelang Exportweltmeister, hat auch der Bäcker profitiert, da hat auch der Mittelstand profitiert. Wissen Sie warum? Weil ein Großteil der Mittelständler bei uns auch irgendwie an der Industrie hängt. Es ist Angebot und Nachfrage, auch für die Mittelständler. Aber in der Vergangenheit war es bei der EEG-Umlage auch schon so. Da war die Industrie bevorzugt und Energie, auf Kosten der ganz normalen Bürger, die mussten auch schon mitbezahlt werden. Das ist ja eine never-ending Story. Jetzt reden wir aber nicht über, wir diskutieren nur den Strompreis. Wenn man beim Strompreis bleibt und die Subvention, ich weiß nicht, ob das nur einer versteht, wenn wir dauernd gemeinsam reden, wenn wir über die Subvention des Strompreises reden, dann stellen wir fest, dass sozusagen momentan es gar nicht um das geht, dass irgendeiner zahlt. Die Vorschläge von Habeck in dieser Frage ist ja nicht, dass wir Steuern erhöhen, sondern dass Schulden. Das ist aber doch die Steuern von morgen. Moment, also, ja, auch nicht die Schulden, sondern das ist letztendlich ein Sondervermögen, das natürlich Schulden sind, die aber momentan keiner zurückzahlt. Und das muss man zurückzahlen. Bitte, lassen Sie mir doch mal einen Satz zu Ende führen, das macht echt keinen Spaß. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich es gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen. Bin jetzt sowieso da, sehr ungern zu dir gekommen, aus anderen Gründen. Aber sage ich das nochmal. Wenn man nicht zur Kenntnis nimmt, dass der Standort
insbesondere ein Industriestandort ist. Und wenn man den Industriestandort dadurch schwächt, dass man Nachteile im Wettbewerb nicht versucht auszugleichen, zumindest bis wir wieder vernünftige Energie vielleicht auch billiger beziehen können, solange wir das nicht machen, werden wir diesen Standort zerstören. Das sagt Ihnen die chemische Industrie, das sagt Ihnen die Glasindustrie. Bei mir im Ausschuss habe ich eine Anhörung gehabt. Da war zum Beispiel ein Glashersteller, großer Glashersteller, der sagt, unter diesen Bedingungen, dieser Preise wird er in Deutschland nicht produzieren und abziehen. Wenn wir die Glasindustrie nicht mehr haben, wir haben eine Autoindustrie. Ich weiß nicht, ob Sie Auto ohne Fensterscheiben fahren wollen. Dann ruinieren wir. Das muss man doch dann nicht ruinieren, alles im Inland produzieren, tut mir leid, dann ruiniert man, ja, dann gefährden Sie die Arbeitsplätze. Dann sind Sie froh, wenn die weg sind, oder was? Ja, was ist das denn? Aber wir brauchen zukunftsfähige Arbeitsplätze. Wir subventionieren doch nicht, da einen Industriezweig dann wettbewerbsfähig zu machen, sondern das ist der Plan, dass wir 5 Jahre um die Vernichtung von Wettbewerbsfähigkeit. Um die Vernichtung von Wettbewerbsfähigkeit. Und in 5 Jahren haben wir das gleiche Problem. Wissen Sie, was in 5 Jahren ist? Wir wissen doch nicht, was in 5 Jahren ist. Wissen wir nicht, das wissen Sie nicht. Aber es ist einfach eine Sackgasse. Deswegen sind die Sachverständigenrat, das sind die Wirtschaftsweisen immerhin, komplett dagegen. Es ist, die ganzen Forschungsinstitute sagen, das ist teuer. Wir müssen für alle den Strompreis über die Steuer, die können wir senken. Weil das ist eine Einnahme, die ist nicht, die müssen wir nicht einnehmen. Der Finanzminister kann auch gucken, wo er sonst sein Geld kriegt. Das belastet doch den Staatshaushalt genauso, als wenn man die Schulden macht. Ja, aber das ist für alle gleichermaßen. Und darum geht es doch. Wir brauchen den Anreiz, dass sich die Industrie und die gesamte Wirtschaft künftig mit weniger energieintensiven Zweigen entwickelt. Wir müssen eine Dynamik, eine Wirtschaftsdynamik. Wir sind die wachstumsschwächste Industrienation weltweit zurzeit. Und zwar, wir müssen gucken, dass wir zukunftsträchtiger werden. Weil wir so hohe Energiepreise haben. Nein, aber zurzeit haben wir doch die Strompreisbremse. Das ist doch nicht, was in die Zukunft führt. Wir haben bei Corona alles gerettet. Ich versuche Ihnen den Unterschied zu erklären. Lassen Sie mich jetzt auch mal was aussagen. Und es ist, wir müssen diese Industrie, wir müssen den Strukturwandel fördern. Wir müssen das Geld, was Sie ausgeben wollen, um es für kurzfristige Subventionen zu verbrennen, müssen wir in Forschung stecken. Wir brauchen zukunftsfähige und zwar energieärmere und CO2-ärmere Industrien. Und Sie plädieren für die Vernichtung der Grundstoffindustrie in Deutschland. Das ist Ihre These. Die soll doch woanders. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn wir die dauerhaft überteuert hier halten, dann müssen wir wiederum alle anderen dann am Ende zwingen, diese Produkte zu nehmen. Überhaupt die, nicht. Die Produkte kann man am Weltmarkt auch kaufen. Strukturwandel und ist nicht, dass Arbeitsplätze alles gleich bleibt. Unsere Arbeitsplätze gehen hops und wir kaufen dann. Mit welchem Geld soll man das aus dem Ausland kaufen? Mit welchem Geld, wenn hier die Jobs weg sind? Wer soll denn die kaufen? Tut mir leid, wer soll die kaufen? Wir müssen einen Wandel befördern, die Transformation. Die muss man die Leute mitnehmen und in die Jobs leben. Das ist der Punkt. Wir müssen, wenn wir das machen, müssen wir die Leute mitnehmen. Wenn wir die Leute nicht mitnehmen, gehen die vollkommen weg von diesem Klimaschutz. Das ist unser Problem. Auch in der Ampelregierung weitergeführt wird. Und am 27. September könnte möglicherweise auf einem Industriegipfel mit dem Kanzler eine Lösung kommen. Wir wissen das noch nicht. In der Pipeline ist es. Herr Ernst, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte. Frau Siems, schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank für diese Einordnung. Danke sehr.